Moinsen und hallo zu einer neuen Folge Aquatico. Unter Wasser mit dem Wurm hier auf YouTube. Ja, schauen wir mal, was uns da noch so ansteht. Da das letzte Mal haben wir ja auch wieder so einiges gemacht. Da ich weiß jetzt bloß gar nicht mehr, was wir gerade so alles so gemacht haben. Ich glaube, Handelsposten technisch war ich ein bisschen mehr aktiv. Das sollte man im Auge behalten, dass ich das weitermache öfter mal. Wir haben jetzt 30.000 Credits, das ist ganz gut. Was machen jetzt eigentlich unsere Produzenten hier? Wir haben da vier davon. Produziere mehr Basisgüter. Oh Mann. Jetzt fehlen schon wieder Möbel. Möbelhaus hat man noch eins gebaut, ne? Oder? Hat man nicht? Oder wollte ich das? Oder, ja. Auf jeden Fall. Ja, diese Kuppeln sind schon sehr gut bebaut hier. Hier ist das doch, habe ich doch gebaut, ne? Also Wahnsinn. Es braucht bloß Treibstoff und Plastik. Dann machen wir noch eins. So haben wir noch genug. Wir haben noch genug Treibstoff. Wir haben auch ordentlich Plastik. Wir könnten allerdings vielleicht nochmal eine Plastikproduktion aufbauen. Genau, eine Plastikproduktion hat man ja gebaut, ne? Eigentlich zwei sogar, glaube ich, ne? Also, dann. Ja, wenn da zu wenig Möbel produziert werden, ja, wieso tun wir dann da nicht nochmal eine Möbelfabrik bauen, ne? Ja. Ist bloß dann die Frage, wohin? Das könnte interessant werden da drüben. Es geht um einen Hauch nicht. Hier Titz gehen, wenn wir die Gasleitung hier, die Leitung ein bisschen umbauen. Das machen wir, glaube ich, auch. Dann machen wir hier mal kurz mal Pause. Mache ich hier mal den Abreißmodus hier aktiv. Abrissmodus, so. Ich könnte eigentlich auch hier mehr Platz einsparen, indem ich hier diese kleinen Atom, also diese kleinen Windräder hier wegnehmen. Das wäre, glaube ich, noch eine gute Idee. Wir machen heute ein bisschen Aufräumarbeiten, so ein bisschen so alte Sachen entsorgen, die man nicht mehr unbedingt braucht. Also zum Beispiel eben die hier. Jetzt wollen wir das mal drehen, damit ich nicht die falschen Rohre abbaue. So, machen wir diese Nüpsel hier weg. Und sauerstoffmäßig haben wir ja eigentlich auch mehr als genug, ne? Dann könnten wir eigentlich das hier mal wegnehmen. Und das hier mal. Und dann müssen wir halt was Großes dann dafür hinbauen. Ich glaube, ich sollte dann auch mal checken, ob ich die ganzen ob ich die Produzenten da, diese Extraktoren, ob ich die alle auf 100%, also auf 200%, wie auch immer, alles gebracht habe. Nein! Nein, da können wir noch was machen. Wir haben ja auch einen dazu gebaut. Genau. Jetzt bräuchten wir bloß wieder Elektrogeräte. Jetzt haben wir auch wieder mehr Sauerstoff hier. Also wir lassen das erstmal, glaube ich, jetzt so. Das Möbelhaus selber hier.
Das ist ein bisschen unpraktisch hier geplatzt. Platziert, meine ich. Naja, ich wollte auch die Röhre hier wegmachen, ne? Dass wir die ganz am Rand verlegen. Ups. Also. Doch. So wollte ich das haben, dass das so gleichmäßig abschließt hier. So. Dann könnten wir diesen Wachturm auch noch mal abreißen und weiter nach Westen platzieren. Mal das so. Ein bisschen Umbau in der ganzen Infrastruktur hier sozusagen, das schadet, glaube ich, nicht bei mir. Das sind ja noch Bauten, die man ganz am Anfang gebaut hat hier teilweise. Das wäre übrigens noch grüner Bereich, da könnte man auch noch gut noch Grünes anpflanzen und so weiter. So, und dann bauen wir hier zwei Möbelhäuser. Das geht wegen dem Wegweiser hier nicht. Den werden wir dann wieder neu aufbauen. So. Dann hätten wir das hier. Dann bauen wir hier jetzt mal einen Wegweiser wieder.
Wegweisersystem ist, glaube ich, ganz wichtig für die Drohnen, dass die da überall auch hinfinden. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen überlappend hier gebaut, dass auch wirklich jedes Gebäude irgendwo im Bereich drin ist und die Drohnen ihren Weg dorthin finden. Sehr viele Wegweiser, ne? Aber ja, besser als weniger. So, dann machen wir wieder Go, dann soll es mal wieder laufen hier. Ich frage mich, wie es ihr da drüben in der Andalusia-Kolonie wohl geht. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann ausschaut, wenn das Atlantis-Projekt dann so richtig drin ist. Das U-Boot hat 0 Tage. Sind die... Die sollten gleich dort sein, aha, wahrscheinlich. Naja. Na, jetzt kommt auch die Meldung. Na gut. Eine bisher unbekannte Spezies von Meeresschnecken hat eine große Region in der Nähe bevölkert. Ihre Zahlen schießen in die Höhe, was das gesamte Areal zu einem neuen Biom verwandelt. Wir sollten ein Team mit Wissenschaftlern entsenden, um dies zu untersuchen. Die Meeresschnecken waren Parasiten und mussten entfernt werden. Okay. Das ist natürlich nicht so schön, wenn das Parasiten einfach nur waren. Schwammfestung. Wenn wir wieder aufstöckeln. Und dann fahren wir zur Schwammfestung. Die Schwämme fassen sich zu einer riesigen, turmförmigen Formierung zusammen. Das Konstrukt wird immer größer. Es scheint außerdem so, als würden sie mit ihrem im Inneren Kammern ausformen, deren Zweck wir nicht kennen. Biologen bestehen darauf, dass wir dieses Verhalten studieren. Na dann fahren wir doch mal hin. Und die Seilbahn fährt durch mich durch. Und nochmal. Na gut, okay. Wir kriegen mehr Nahrung, aber es ist immer noch rot. Also wir haben immer noch zu wenig Kuchen, Hummerschwanz, gegrillte Austern und wieder die Seilbahn. Ist das hier ein Verkehr hier oben? So, jetzt gucken wir mal, was man hier optimieren kann jetzt. Okay. Ja, gut, da haben wir es ja ganz erweitern können. Das ist ja super. Und den Gebäuderadius mal hier
Optimierung mal. So. Gebäuderadius auch erweitert. Jetzt sollten wir wieder mehr Möbel bekommen. Deutlich mehr Möbel. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch im Lager? Siehst du mal diese Symbole hier, diese Lager-Dings da, wo die da hatten? Da waren doch diese Symbole, wo man draufklicken konnte. Die haben die tatsächlich entfernt. Da kann man nicht reinschauen in dem Menü. Wisst jetzt aber nicht, dass ich da ein Update gehabt hätte. Ja. Wir haben nur noch 408 Strom. Na ja gut, wir haben diese kleinen Dinger da weggemacht, diese Windkraft, also diese Wasserräder sind es ja hier, ne? Batterien kriegen wir wieder mehr, ne? Ja? 581, das geht schon wieder zurück. Dann wollen wir mal bei den Batterien jetzt auch nochmal wieder schauen, ne? Bei der Batteriefabrik, Drohnenfabrik. Batteriefabrik. Da brauchen wir eigentlich bloß Kunststoff. Mehr Batterien. Wo haben wir sie denn? Batteriefabrik. Plastikfabrik? Batterie, da ist sie. Ha. Hier könnte ich sie hinbauen, aber das ist ja eigentlich was für Ölreserven und so. Hier hätten wir auch noch Platz. Da drüben auch noch. Immer so ein bisschen die Sucherei hier nach einem guten Platz. Ja, wenn wir die drehen, die Tät sogar reingehen. Oder, nee, dann kommen die hier nicht mehr raus aus dem. Das ist auch wieder dumm. Da haben wir doch auch schon eine hingebaut. Würde ich sagen, bauen wir die hier hin. Und machen die Versorgung über die Pipeline hier hinten rum. Produziere mehr verschiedene Güter. Ja, wir brauchen mehr Batterien. Wir brauchen definitiv mehr Batterien. Deswegen brauchen wir mehr Batterien. Das U-Boot wartet. Ja, irgendwie ist wohl wieder so ein Pirat aufgetaucht. Mal schnell einen Kaffee trinken. Ja.
Die Reise wurde aus unvorhersehbaren Gründen unterbrochen. Ein Piraten-U-Boot nähert sich unserer Position. Sie sind bereit zum Angriff. Wir benötigen sofort Befehle. Habe ich's nicht gesagt? Habe ich's nicht gesagt? Es sind wieder die Piraten. Greift an, falls ihr eine Chance seht. Wenn nicht, lasst euch zurückfallen. Wir wollen keine Verluste. Okay. Meldung. Wir haben das gegnerische U-Boot stark beschädigt. Als sie an Höhe verloren, haben wir einige ihrer Leute gerettet und sie an Bord gebracht. Die Gerichte werden darüber entscheiden, ob sie im Hauptquartier begnadigt werden oder Strafen befürchten müssen. Crewmitglieder, drei. Einen Ingenieur und es hat 115 Batterien gekostet. Hey. Ich hoffe, ich habe dann noch genügend. Weil jetzt sind wir bei 282. Mit diesem U-Boot, da verbraucht man jetzt ganz schön viel Batterien. So, und da kommt jetzt die neue Plastikfabrik. So, abgeschlossen. Ne? Jetzt produzieren wir dann insgesamt wie viel? Batteriefabrik, meine ich. Batteriefabrik. Monatliche Produktion. Naja, gut, das werden wir jetzt gleich auch verbessern. Das Gebäude hier. Und auch gleich erweitern. So. Werden wir mal sehen, wie die Produktion nach oben gehen wird. Jetzt warten wir mal, das wird sich ja noch nicht gleich niederschlagen, das ist ja das, ne? Stufe 1, Luxusgüter, ungenügend. Gibt's wieder nicht Megalodon. Megalodon, gibt's wieder nicht genügend Apfelwein, ha? Wollte ich sagen. Der Megalodon, da kommt er mal wieder, hey. Kommen wir mal wieder zu Besuch, der alte Junge da, ne? Schauen wir mal, was da jetzt so ansteht, ach, je. Plüm, da kriegt man wieder einen Schock. Forderungen aus dem Hauptquartier. Meeresbürgermeister, das Neuatlantis-Hauptquartier sendet uns eine Liste mit benötigten Gegenständen. Ich kann versuchen, uns da rauszubekommen, aber vielleicht ist es nicht die beste Idee, sie immer zu vertrösten. Können wir die Anfrage akzeptieren? Nee, können wir nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Also mehr als die Hälfte von unserem Schwertfisch wollen die haben. Die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen da, ne? Also so geht das nicht hier. So, und dann kriegt er schon Beschuss. Autsch! Autsch! Und ouch. Und nochmal ouch. Ouch. Und? Gleich ist er fertig. Tschüss. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Also. Ja. Was fehlt beim Sushi-Restaurant? Da fehlt Kartoffel. Ja, das Ganze, das nervt.
Weizen. Da ist Kürbis, Bohne, Reis. Das Weizen kommt erst, das kommt schon auch. Und da wird ja auch Reis angebaut, Reis. Aktuell gibt es keinen Weizen. Es ist nicht Weizensaison bei uns hier, anscheinend. Erdbeeren. Mmh, frische Erdbeeren. Da knacken sogar die Plastikflaschen bei mir. Wenn die Erdbeeren sehen. Haben wir überhaupt irgendwo Weizen an Bord? Gerade. Also ich glaube, es ist gerade nicht Weizensaison. Dann muss halt eben... Also hier, weiß ich nicht, was wird das hier? Das wird auch Erdbeeren. Das hier ist das Reis. Reis, wie komme ich jetzt mal auf Weizen, wenn ich das... Das hier waren Bohnen. Das sind auch Bohnen. Bohnen waren diesmal ganz dick. Das hier ist Weizen. Also es gibt Weizen. Also, doch ein bisschen Weizensaison. Hier hatten wir Kürbis und hier haben wir auch Kürbis. Also die Felder könnten wir doch eigentlich auch anders planen, oder? Ja gut, aber wir haben auch hier die Stromgeneratoren nebendran. Ah, und hier geht es natürlich auch um die Fruchtbarkeit. Die sind genau deswegen hier an der Stelle, weil hier ja mehr... mehr Fruchtbarkeit ist, ne? Weil grün, ne? Hm. Ich glaube, wir machen das aber hier, dass wir das hier mal umbauen. Dann werden wir dieses hier mal wieder kurz abreißen. Ist zwar jetzt schade, aber ich glaube, um das bisschen Kürbis wird es nicht ankommen. Legt man nämlich die Leitung hier ein bisschen andersrum. So, da hier ist da hier ist da. Okay. Ja, und dann bauen wir hier ein. Das war das Gewächshaus, ne? Gewächshaus ist das, ja, genau. Nicht so. Geht ein bisschen größer dann. Siehst du mal?
So, und dann machen wir hier noch den Agrikulturplan. Da weisen wir jetzt mal Weizen, Kartoffeln, Reis, Kürbis, Erdbeere dazu. Genau. Ist ja noch nicht angeschlossen, ne? Wir haben es noch nicht angestöpselt. So. Ja gut, wir haben jetzt halt auch die Fläche, wo es nicht so effektiv ist, benutzt. Naja. Gut, dann sage ich, dann war es das mal wieder für diese Folge. Das U-Boot gucken wir uns in der nächsten Folge an, was da gerade so los ist da. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es Spaß gemacht hat. Lasst einen Daumen nach oben da und drückt den Abo-Button und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Aquatico unter Wasser. Und bis dahin, ciao, ciao!